Ja, also nach meiner dreimonatigen Beziehung die habe ich dann beendet wegen. Ja, mehr oder weniger wegen Lena. Wegen meiner dann, also mit der war ich ein Jahr zusammen. Und das war schon sehr hart, weil, also die kam aus einem sehr gehobenen Elternhaus, also die Eltern hatten gut Kohle. Und ja, die Mutter war ein bisschen crazy, der Vater auch. Der Vater war so ein sehr ganz kalter und cooler Typ und juckt mich alles nicht. Und also sie hat zu Hause schon sehr viel gelitten, ne? Und hatte so Borderline-Sachen und Ritzen und so ganz extrem. Und ja, es war halt sehr anstrengend. Also ich glaube, ich war anstrengend, klar, und sie war anstrengend durch diese ganze Krankheit und es war sehr, sehr schwer. Aber so Gefühle hatte ich vorher, glaube ich, noch nie so richtig für jemanden. Wir waren halt irgendwie die ganze Zeit im Gespräch und sie hat mir dann was ausgegeben irgendwie und sie war mit dem Auto da und sie hat mich dann nachts noch nach Hause gefahren und hat mich dann am nächsten Tag wieder besucht. Und ich glaube, dann haben wir uns auch erstmal sehr viel gesehen, weiß ich. Und das war sehr aufregend. Und ja, da habe ich gemerkt, dass ich mich das erstmal verliebe, weil ich einfach so super schüchtern und zurückhaltend war. Und das, wenn ich nicht so viele Gefühle habe, bin ich das nicht so. Für sie stand halt irgendwann fest, sie kann in Deutschland nicht leben, auch wahrscheinlich wegen Familie. Und es hat dann sich dazu entschieden, mehr nach England zu gehen. Sie hat schon mal eine Zeit lang in, ich glaube, Irland gelebt. Und das war für mich natürlich total schlimm, weil ich wusste ja, dann ist sie weg und dann keine Ahnung. Die hat mich dann quasi entschieden, auch zu gehen. Und ihr quasi mehr oder weniger natürlich irgendwie hinterher zu fliegen. Und sie ging. Und sie, glaube ich, hat damit auch nicht gerechnet, dass ich hinterherkomme. Die hat dann auch irgendwann die Beziehung beendet. Hatte dann da drüben auch einmal was mit einer Frau und war mit einem Mann zusammen irgendwie. Und dann stand irgendwann fest, ich komme jetzt, ich fliege rüber. Habe aber 2 Stunden oder über 2 Stunden von ihr weggewohnt. Und haben uns dann auch die ersten 2 Monate nicht gesehen. Und dann irgendwann habe ich sie besucht. Und dann ging es mit meiner Familie sehr bergab. Und dann haben die mich abgeholt und dann habe ich erst eine Woche bei ihr gewohnt und dann bin ich direkt um die Ecke quasi in eine andere Familie gekommen. Und ja, und dann ging das da noch ein Weilchen und dann irgendwann hat sie die Beziehung aber wegen einem Mann auch beendet. In der Zeit, wo Viola mich auch besuchen war, meine Schwester. Ja, und das war schon ein ordentlicher Schlag. Also habe ich schon gekämpft mit mir und bin dann auch Hals über Kopf relativ schnell wieder nach Hause, weil ich das überhaupt nicht ausgehalten habe, vor allem weil ich einfach auch direkt in die Ecke gewohnt habe und mich ja auch alles mit ihr dann verbunden hat, ne? Und dann, ja. Und ansonsten habe ich nie so wirklich richtig feste Beziehungen gehabt oder so. Also ich glaube, meine letzte feste Beziehung war, soll ich jetzt den Namen nennen? Ja. ist noch nicht so lange her, beendet ungefähr vor einem halben Jahr. Aber es gab noch eine sehr, 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 sehr prägende Frau in meinem Leben. Das war vor meiner letzten Beziehung. Und das nagt an mir jetzt mittlerweile fast 3 Jahre und das ist auch definitiv immer noch ein Thema. Aber schon ein Thema, mit dem ich besser klarkomme mittlerweile. Aber also ich glaube, dass ich noch nie für einen Menschen bis jetzt solche Gefühle hatte. Da ich eh nicht gut vertrauen kann und schwer, also Probleme habe, wirklich Bindungen aufzubauen, war das nach der Person für mich noch schwieriger, weil die mich nicht unbedingt immer super behandelt hat, was immer ein Hin und Her war und es für mich sehr, sehr schwer war. Ja, und also dann hatte ich halt totale Bindungsprobleme, habe dann also bei meiner letzten Beziehung das auch ganz stark gemerkt, das hat sich total auf die Beziehung irgendwie übertragen und ich hatte nur noch Angst und habe nicht mehr Vertrauen und habe totale Probleme gehabt, jemanden an mich ranzulassen, habe eine totale Mauer gezogen und mich nicht wirklich geöffnet und habe immer getestet und herausgefordert, irgendwie mit Streitigkeiten, ob die Person bei mir bleibt oder nicht. Und das war ja im Endeffekt, also meiner Meinung nach war das definitiv der Beziehungskiller, wo ich mir auch immer noch große Vorwürfe für mache. Ja, also so meine Bindungsangst, habe ich schon das Gefühl, dass diese Angst davor, überhaupt wieder jemanden kennenzulernen, bei dem die Gefühle so sein können wie bei
dieser Person vor meiner letzten Beziehung sind so groß, dass ich, also die Angst ist da so groß, wieder eine Beziehung einzugehen. Oder ich glaube, das ist einfach auch der Grund, warum ich keine Beziehung vernünftig eingehen kann. Weil nochmal so Gefühle zulassen, die Gefühle waren so heftig, dass sie mich manchmal so übermannt haben oder dass ich so überfordert war oder dass die mich auch so verletzt haben, dass die Vorstellung davor, das jetzt nochmal durchmachen zu müssen und nochmal Menschen kennenzulernen, bei denen es nicht funktioniert und da so lange für zu brauchen, ist schon schwer. Und dadurch, also ich glaube, dass ich unterbewusst dicht mache, was meine Gefühle angeht, weil ich da gar nicht mehr so einen Zugriff zu habe. Und ich das bei meiner letzten Beziehung auch ganz, ganz stark gemerkt habe. Und ich habe ganz lange gebraucht, mit ihr gewisse Dinge aufzuarbeiten irgendwie und mich auf sie einzulassen, dann aber nach der Beziehung rein freundschaftlich. Und sie mittlerweile zu einer der wichtigsten Personen tendiert in meinem Leben irgendwie, weil sie so einen großen Einfluss auf mich hatte, weil sie so viel da war in gewissen Lebenssituationen und weil sie mir ermöglicht hat, glaube ich, einen ganz großen Schritt für mich nach vorne zu gehen. Allerdings muss ich das bei anderen Menschen immer noch ganz, ganz stark lernen. Und nur weil ich das bei ihr kann, heißt das nicht, dass ich es bei allen anderen kann. Und ja, das ist halt für mich konfliktreich und für mich auch sehr unsicher, weil mich das total nervt, dass ich für mich nicht mehr einschätzen kann, was ich fühle. Und dass ich so Angst kriege, sobald ich jemanden kennenlerne. Und dass ich dann so fordernd werde und dass ich dann so kompliziert werde und ich brauche immer schnell eine Definition, auch wenn es nicht eine Beziehungsdefinition ist, aber ich brauche sehr viel Bestätigung dann und wenn ich die nicht kriege, werde ich, glaube ich, ganz schön rampelig. Ich habe mir Hilfe gesucht, in dem Sinne, dass ich natürlich eine Therapie gemacht habe, die mir ja gerade in der Beziehung zu meiner Ex-Freundin sehr geholfen hat, weil ich quasi an ihr quasi ja auch sehr viel testen konnte und sehr viel ausprobieren konnte und dass die Beziehung zu ihr natürlich verstärkt hat und dass das in vielerlei Hinsicht auch gut funktioniert hat. Das aber, wie gesagt, bei anderen Menschen noch nicht so gut funktioniert. Es gibt natürlich ganz viele Dinge, wo ich einfach weiß, wie ich eigentlich umzugehen habe oder wie ich zu reagieren habe, damit es funktionieren kann. Aber mein Herz oft so stark reagiert und ich so verunsichert bin und so Angst habe, dass ich einfach gar nicht mehr so reagieren kann. Dass ich einfach komplett gegen meinen Willen einfach so reagiere. Und ja, im Endeffekt weiß ich, was ich tun muss, damit gewisse Dinge besser laufen. Und ich muss mich öffnen und ich muss auch mal einen Schritt auf die Menschen zugehen quasi und nicht mal die Mauer zuziehen. Ein ganz schöner Spruch von meiner Ex-Freundin war, wo ich das erste Mal so richtig begriffen habe, was es eigentlich heißt, wenn man sich selber nicht öffnet ist, dass sie gesagt hat, wenn du eine Mauer aufbaust, dann laufe ich immer davor und das verletzt mich ganz, ganz, ganz doll, wenn ich einfach das Gefühl habe, immer gegen diese Mauer zu laufen und nicht an dich ranzukommen. Das ist für mich einfach auch total schlimm. Und ich habe das, glaube ich, ganz lange oder nie wirklich aus der Perspektive des anderen gesehen, dass das für den anderen so schlimm ist. Es war ja im Endeffekt immer so, dass sich das auf mich negativ ja auch ausgewirkt hat oder klar auf die Beziehung im Gesamten. Aber dass es im Endeffekt jemand anderes verletzt, nicht mich, also nicht so an mich ranzukommen, weil das ja auch, ne, wenn man sich nicht an jemanden ranlässt, weiß man ja auch, man vertraut nicht. Und das ist in einer Beziehung natürlich unschön. Ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich eigentlich weiß, dass mir eine Beziehung momentan nicht gut tut, beziehungsweise dass ich nicht fähig dazu bin, eine zu führen. Aber es fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich, weil mir das wahnsinnig fehlt, Menschen ganz nah zu haben und jemanden zu haben, der vielleicht auch so einen Beschützerinstinkt in mir erweckt oder für mich auch eine Beschützerperson ist oder mir ganz nah ist, mit dem ich ganz viele Intimitäten teilen kann. Ich weiß, dass ich das mit meiner Ex-Freundin ganz toll habe, auch in der Freundschaft, die wir haben. Aber das ist schon ein Unterschied. Also man ist ja immer auf der Suche irgendwie nach demjenigen oder so, der an seiner Seite steht. Und also allein sein ist... Ich kann es schon besser als früher, glaube ich, zwischendurch mal, dass ich mir auch mehr eingestehe in gewissen Situationen, dass ich das sage, so, ich brauche jetzt auch mal meine Zeit. Irgendwie, ich muss jetzt mal alleine sein, weil ich glaube, ich ganz dadurch, dass ich ganz viel unterwegs bin oder dann nicht viel alleine bin, ganz viel auch damit unterdrücke.